Hallo Edelmetallfreunde, eine neue Woche hat begonnen. Sie haben hoffentlich ein schönes Ostern gefeiert. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten der Pierce Mint zum x-ten Mal und ich denke längst nicht zum letzten Mal. Dann neue Zahlen aus London und zum Schluss noch ein interessanter Jahrestag, ein unrühmlicher Jahrestag, der sich zum 88. Mal jährt. Aber kommen wir als erstes zu unserer vielgeliebten Pierce Mint. John Adams hat heute wieder einen sehr interessanten Tweet abgesetzt. Hier ist er. Ich habe eine Nachricht erhalten von einem Kunden der Pierce Mint. Und zwar wurde diesem Kunden am Morgen der Pool allocated. Dazu kommen wir gleich noch, was das bedeutet. Silber verwahrt und in allocated wechseln wollte. Also er wurde gezwungen, 15 chinesische Barren zu nehmen. So, und Adams empfiehlt hier, dass jeder seine Barren genau prüfen sollte. Dazu passt noch ein anderer Tweet, den er ebenfalls heute veröffentlicht hat. Und zwar hier, ihm wurde gesagt, also einem Kunden, dass 6x 1000 Unzen Silber in Barren gerade zur Verschiffung oder zur Versendung vorbereitet werden. Dann wurde ihm gesagt, das ist alles, das die Pierce Mint anzubieten hat. Der Kunde war sauer und verlangte, dass ihm Ware der Pierce Mint geliefert wird. Jetzt schauen wir uns mal an, warum das so ein riesiger Skandal werden könnte. Denn es liegt an den unterschiedlichen Arten von Lagermöglichkeiten, die Sie bei der Pierce Mint haben. Hier haben wir die drei verschiedenen Lagerungsmöglichkeiten, die die Pierce Mint anbietet: Allocated, Pool Allocated und Unallocated. Sie erinnern sich, was Adams gerade schrieb? Der Kunde, der sich bei ihm meldete, hatte Pool Allocated. Jetzt übersetze ich Ihnen, was das bedeutet. Und zwar, bei der Pool-Allokation legen wir nummerierte Barren in einen getrennten Pool zurück, also einen getrennten Bereich, der die Menge an Pool-Allokation abdeckt, die wir unseren Kunden schulden. Das Edelmetall steht uns somit nicht zur Verfügung. Eine Liste der beiseite gelegten Barren können Sie auf unserer Seite einsehen. Das Problem ist jetzt, die Barren, die die Pierce Mint beiseite gelegt hat für ihre Kunden, die kommen mittlerweile aus China. Wie kann das sein? Erinnern Sie sich, vor Tagen waren noch angeblich 60 Tonnen in der Pierce Mint und sie sprudelte über vor Silberreserven. Und jetzt werden den Kunden chinesische Barren angeboten. Es ist mehr als suspekt. Und nicht nur das. Ich habe noch etwas auf einer Webseite gefunden, die mexikanische Prägeanstalt betreffend. Auch dort scheint es Engpässe zu geben. Und zwar hier steht: In Mexiko hat die Banco Azteca, eine private Geschäftsbank, durchschnittlich 50.000 mexikanische 1 Unzen Silbermünzen pro Monat verkauft. Die Bank ist noch immer auf der Liste der offiziellen Distributoren der mexikanischen Prägeanstalt für diese Münzen. Aber ein Familienmitglied oder ein Mitglied der Familie, dem die Bank gehört, sagte vor einigen Tagen, dass sie nicht weiter Libertas von der mexikanischen Prägeanstalt kaufen können. Sie können nur welche noch anbieten, wenn Kunden vorher ihnen selbst welche verkaufen. Eine Entwicklung, die ich außer auf dieser Webseite noch nirgends gefunden habe. Entscheiden Sie, ob es vertrauenswürdig ist, aber es würde in die ganze Gemengelage jetzt passen. Wenn Sie hier weiter runterblättern, sind auch noch einige interessante weitere Infos. Hier ist wieder die Pierce Mint mit ihren Zertifikateprogrammen. Ja, also eine suspekte Sache. Pierce Mint mit chinesischen Barren, Mexikaner-Probleme. Und von uns aus Deutschland höre ich es auch weiterhin, dass die Banken, was ich Ihnen schon sagte, vor einer Weile rationiert werden. Sie kriegen Ware, aber die geht so schnell raus, wie sie reinkommt. Es ist wirklich was ins Rollen geraten. Dazu passend auch die aktuelle Comex-Entwicklung und natürlich von unseren SLV und PSLV-ETFs, die Hannes Huster wieder auf seinem Twitter veröffentlicht hat. Und zwar hier. Wir hatten zwar gestern Feiertag, aber die Amerikaner nicht, also Zahlen per gestern. COMEX registrierte Bestände, also die gegen Kontrakte geliefert werden. Fast 3,6 Millionen Unzen sind an einem Tag abgeflossen. Das ist ordentlich. Dann der SLV hat 265.000 Unzen verloren und Sprott 400.000 gewonnen. Also für die COMEX war das kein guter Tag. Und die Entwicklung hier mit den sozusagen Erzrivalen, die setzt sich fort. Dann versprach ich Ihnen ja am Anfang noch einen historischen Jahrestag. Zunächst aber noch der Hinweis, falls Sie den Morgenreport noch abonnieren wollen, heute ist der letzte Tag, wo Sie das noch mit Rabatt machen können, also 13 Ausgaben kriegen statt 12. Der Jahrestag, ein unrühmlicher Jahrestag. Und zwar der Jahrestag der Goldbeschlagnahmung in den USA. Ich zeige Ihnen mal die Executive Order von Präsident Roosevelt. So sah das damals aus, vom 5. April 1933, vor 88 Jahren. Man war also gezwungen, sein Gold, das man in Form von Zertifikaten, Münzen
hatte, für $20,67 abzugeben. Dieser Preis übrigens, und das verlinke ich Ihnen auch noch mit unter dem Video, bestand seit 1834, also fast 100 Jahre, sehr interessant. Und 1934 dann wurde der Preis angehoben, nachdem die Leute ihre Ware abgeben, ihr Gold abgeben mussten, auf $35. Ja, also so wird man vom Staat betrogen. Also es ist einiges im Gange hier. Ich hatte es Ihnen schon lange angedeutet, dass meine Vermutung so aussieht, dass hier ganz plötzlich große Aktionen passieren werden und über Nacht wir sozusagen in einer anderen Welt aufwachen. Und je näher wir diesem Tag kommen, umso mehr werden die kriegerischen Aktionen zunehmen. Sie sehen es gerade in der Ukraine. China und die Amerikaner kocht sich auch wieder hoch. Also es ist wirklich eine bedrohliche Sache. Und wie ich letztens sagte, Sommer 1914, vermutlich ist es mehr als nur ein finanzielles Abenteuer, das hier bevorsteht. Also nutzen Sie die Zeit, die noch bleibt, um alle wichtigen Sachen zu beschaffen. Das C-19-Regime lässt auch nicht nach. Auch das hatte ich befürchtet. Wir sind in einer Welt angekommen, schon seit einer ganzen Weile, die sich von jeder Logik und Ratio verabschiedet hat. Bis zum nächsten Mal. Nutzen Sie die Zeit. Tschüss.